Hello everybody and Miss Astrology. I'm Dominiq Rinderknecht, Miss Switzerland 2013. İsviçre 2013 Güzellik Kraliçesi Dominiq Rinderknecht, güzelliğinin sırlarını Postun Sesi izleyicileriyle paylaştı. Sevimli köpeği Muffin'le birlikte davetimize katılan Rinderknecht, sohbete Türkçe merhaba diyerek başladı. Kraliçe, Türk insanı ve kültürünü yakından tanıdığını anlattı. 9 Kasım 2013 günü bu yıl Moskova'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nda İsviçre için yarışacak olan Dominiq Rinderknecht, çok sayıda online sitelerin oylamalarında ilk 20 arasında favori güzeller arasında gösteriliyor. İsviçre güzeli Türkiye'yi Türk erkek arkadaşlarından ve arkadaşlarından çok kez övgüyle duyduğunu ve ilkbahar aylarında İstanbul'a bir tatil planladığını anlattı. İlk etapta İstanbul'u görmek istediğini anlatan kraliçe, ileride bir gün deniz tatili olarak Bodrum'a gitmeyi arzuladığını ifade etti. Erkek arkadaşının ailesine davetli olarak gidişlerinde sıkça Türk yemekleri ikram edildiğini ve bu yemekleri severek yediğini anlatan kraliçe, en sevdiği yemek olarak köfteyi saydı. Türk müziği olarak arkadaşının dinlediği her çeşit müzikleri dinlediğini, Türk şarkıcı olarak Tarkan'ın ismini bildiğini dile getirdi. Türk insanının sıcaklığı ve misafirperverliğinden övgüyle bahseden kraliçe, Türk gelenek ve kültüründen de beğendiği bazı örnekler verdi. Nazarlığın ne anlama geldiğini öğrendiğini ve çok beğendiğini, Türklerin aralarındaki dayanışmaya da hayranlık duyduğunu dile getirdi. Salut, Dominiq. Merhaba. Türkçe bizi selamladı sayın seyirciler, gördüğünüz gibi. Dominiq, du bist seit paar Monat die schönste vom Land. Was wolltest du gerade dazu sagen? Ja, das ist natürlich ein riesen Kompliment und ich habe extrem Freude an meiner Arbeit, alle Sachen, die ich erleben darf, ganz viele neue Menschen, die ich kennenlernen darf. Es ist wirklich schön. Gut, was uns natürlich hauptsächlich interessiert, Bezug auf die Türkei, türkische Kultur, weil du ja eigentlich mit einem türkischen Freund zusammen bist. Gökay heisst er. Ja, genau. Ich begrüsse den Gökay. Hoi. Hoi, Gök. Also fangen wir mal an. Ob du den türkischen Test bestanden bist, ganz am Schluss werden wir dann sehen. Okay. Okay, bist du in der Türkei mal gewesen? Leider noch nicht. Wir hatten sehr viel geplant, dort hinzugehen, aber es hat zeitlich nie geklappt. Aber ich würde sehr gerne mal auf Istanbul, weil mein Freund natürlich viele Freunde dort hat. Die einen kenne ich auch schon und die Stadt sei anscheinend wirklich Hammer. Ja, fantastisch. Und ich glaube, es würde mir sehr gefallen dort. Ich würde aber auch gerne mal Badeferien machen natürlich und zum Beispiel auch auf Bodrum oder so. Aber ich glaube, Istanbul ist so das Erste, das ich in Angriff nehme. Und ich denke, wir sind jetzt am Schauen, dass wir das vielleicht auch im Frühling oder so mal für ein Wochenende oder so anbringen. Ja, dann werden wir uns im Frühling sicher noch ein. Das wäre schön. Das wäre schön. Gut. Okay, dann komme ich zur nächsten Frage. Wie sieht man von der Schweizer Sicht die türkische Kultur, türkische Leute? Was ist für dich so ein bisschen anders? Ja, ich erlebe es jetzt einfach so ein bisschen natürlich von der Familie von meinem Freund. Und ich muss sagen, die Türken sind sehr herzliche Menschen, sehr gastfreundlich. Und mir ist auch aufgefallen, dass es immer sehr einen grossen Zusammenhalt gibt zwischen den Türken. Und das finde ich extrem etwas Schönes. Es gibt auch bei den Schweizern natürlich, aber nicht so extrem. Ich finde, es ist sehr familiär. Ja. Dann sind es natürlich auch Sachen wie, ich finde, die Türken haben extrem schöne Brüche. Wie zum Beispiel auch das wachende Auge. Finde ich so kleine Details, die ihr in der Kultur habt, die mir extrem gefallen und finde ich einfach schön.